April 2008. Ein neues Kunstwerk wird in Magdeburg eingeweiht. Maurizio Nannuccis Neoninstallation mit den Schriftzügen »Von so weit her bis hierhin« und »Von hier aus noch viel weiter« stellt eine Erweiterung des Gesamtkunstwerkes Elbe im Rahmen der Ausstellung »Elbe in Between« dar. Die Magdeburger hat's gefreut und sie schlossen das Kunstwerk schnell in ihr Herz. Die Lichtreflexe auf der Elbe gehören seit über 4 Jahren einfach dazu. In der Nacht zum 8. Juli 2012 geschah das Unfassbare. Vandalen kletterten auf das Mittelteil der Brücke und zerstörten eine große Anzahl der Leuchtbuchstaben. Die Stadt musste das Kunstwerk abschalten. Es herrschen Wut und Trauer. Circa 6.000 Euro, so eine erste Schätzung des Kunstmuseums, wird die Wiederherstellung des Kunstwerkes kosten. Junge Magdeburger nahmen das Zepter in die Hand und organisierten spontan via sozialem Netzwerk Facebook eine Spendenaktion unter dem Motto »Wir machen das Licht wieder an«. Die Resonanz war erstaunlich. Magdeburger Künstler um Silvia Oswald und Jan Sichting organisierten quasi über Nacht ein Benefizkonzert. Innerhalb weniger Stunden sagten mehrere Musiker zu. Schätzungsweise 300 Besucher kamen zum Konzert am 20. Juli auf die Hubbrücke. Eine wunderbare Stimmung machte sich breit. Das Spendenaufkommen des Abends 1.515,90 €. Ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Danke an all die, die schon gespendet haben. Bereits wenige Tage nach dem Start der Aktion dann die Erkenntnis, der Spendentopf füllt sich weitaus schneller als gedacht. Die Organisatoren haben am 24. Juli zur Pressekonferenz geladen. Das Medieninteresse ist groß. Eigentlich sollte zu weiteren Spenden aufgerufen werden. Es kam aber viel besser. Also ich begrüße alle recht herzlich. Mein Name ist Marc Biskup vom Kulturschwärmer. Ich grüße noch mich im Namen quasi mit Steffen Jani und Malte Brusermann als Spendenaufrufer und Frau Rocher von den Freunden und Förderern des Kunstmuseums. Wir sind heute hier zusammengekommen eigentlich, um weitere Spenden zu sammeln und sind jetzt ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Wir hatten vor genau einer Woche eine Facebook-Seite gestartet, die das Ziel hatte, Leute zu animieren, für das Kunstwerk von Maurizio Nannucci zu spenden, das zerstört wurde. Und dachten, naja, in einer Woche, da werden wir vielleicht so 1.000 Euro zusammen haben, da wäre es doch schön, wenn Vertreter aus Kultur und Politik dastehen würden auf dem Foto und animieren die Magdeburger zu spenden, damit das Kunstwerk schnell wieder eingesetzt werden kann. Tja, 2 Tage später hatten wir uns diese Idee gemacht, da waren wir schon über das 1.000 Euro Ziel hinaus, waren bei diversen Sommerfesten, haben dort Leute akquiriert und es sah richtig gut aus. Und plötzlich am Wochenende, nachdem Musiker selbstständig dankbarerweise ein Benefizkonzert hier organisiert hatten, bei dem nochmal über 1.000 Euro reingekommen sind, war plötzlich das Spendenziel schon erreicht. Und so wird ein improvisierter Scheck mit der stolzen Summe von 7.226,86 € an die Vorsitzende der Freunde und Förderer des Kunstmuseums, Ursula Robra, übergeben. Ohne Sie wäre das gar nicht gegangen. Wir sind ja der Freundeskreis, das sage ich jetzt mal so, wir sind mit diesen neuen Medien, die für Sie natürlich überhaupt nicht mehr neu ist, aber wir haben alle keine Facebook-Seite. Insofern konnten wir sowas überhaupt nicht machen. Und man hat gesehen, dass man mit diesem Medium also unheimlich schnell ganz viel erreichen kann und auch über Magdeburg hinaus. Das hat es ja gezeigt, dass also ehemalige Studenten oder Leute, die hier mal in Magdeburg gewohnt haben, vielleicht hier geboren sind und so, auch sozusagen an ihre Stadt denken und auch aus Berlin und Wolfenbüttel und wo auch immer Geld gespendet haben. Silvia Oswald berichtet von der emotionalen Anteilnahme der Gäste der Benefizveranstaltung, die sich in einem Büchlein verewigten. Zerstörungswut, das muss nicht sein. Wir treten gemeinsam für eine gute Sache ein. Der Schriftzug ist wichtig für die Stadt, denn er erstrahlt so wunderschön in der Nacht. Bleibt nicht still und sagt es weiter, die Spendenaktion geht weiter. Und ein weiterer Spruch ist, als Hamburgerin habe ich mich abends beim Anblick der Lichter immer ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Schade, dass jemand so was Schönes zerstört. Viel Erfolg beim Erneuern. Ja, ich spüre natürlich, dass jetzt außer Dank und überwältigendes
Dankeschön an alle Spender und an alle Initiatoren dieses Projektes. Von mir noch was ganz anderes erwartet wird, nämlich die Tatsache, dass ich jetzt die Aufgabe habe zu sagen, was wird denn jetzt mit dem ganzen Geld? Also Sie sehen selbst, es ist sogar mehr als das, was wir so geschätzt hatten, was wir bräuchten, um das Kunstwerk wieder in Gang zu setzen. Das Ganze beruht, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Schätzungen, weil innerhalb einer Woche habe ich es nicht geschafft, ganz genau Erkundungen einzuholen, was wird es kosten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen das Glas bestellen. Das heißt, das Glas werden wir natürlich schnell bestellen, aber das Glas hat eine Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen. Dann müssen wir auch noch sehen, dass es eingebaut werden muss etc. Ich bin mal so den Kalender durchgegangen und bin in der zweiten Hälfte Oktober gelandet. Und ich kann auch versprechen, das, was jetzt an mehr Geld gespendet wurde, was nicht direkt in die Neonbuchstaben geht, wird natürlich ebenfalls für den Hubbrückenbereich verwendet, wird verwendet werden, um die Installation zu sichern. Das wollten wir etwas genauer wissen. Ja, wir werden auf alle Fälle das Kunstwerk sichern. Also das war auch jetzt gesichert, ne? Sonst hätte es auch nicht 4 Jahre lang gehalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch froh. 4 Jahre sind 4 Jahre für Glasbuchstaben im öffentlichen Raum. Und wir werden jetzt aber noch stärkere Sicherungen vornehmen, vor allen Dingen deshalb, weil Herr Onn ja damit beschäftigt ist, die Brücke begehbar zu machen, was ja auch sehr viele wollen, was sicher sehr, sehr schön wird. Das heißt aber, man muss die Buchstaben natürlich auch ganz anders installieren, damit niemand dran kann. In diesem Sinne sind also noch weitere Spenden willkommen. Auf alle Fälle. Also mit den 7.226 € kommen wir noch nicht ganz klar. Aber gern dürfen weitere Spenden fließen, damit die ganze Sicherung auch durchgeführt werden kann. Ein bisschen Zeit ist noch, also bis zum Winter. Aber bis dahin wollen wir es geschafft haben. Frau Oswald, das war ja eine sehr kurze Aktion. Haben Sie nicht auch gestaunt, dass sowas in Magdeburg möglich ist, auch behördlicher Seite? Also ich habe gehofft, dass sowas in Magdeburg möglich ist und ich bin total überwältigt über das Ergebnis. Und was mich wirklich besonders freut, ist, dass es so unbürokratisch gelaufen ist. Ja, also die Chefin vom Ordnungsamt war an dem Abend auch da und fand das Konzert auch gut. Und sowas finde ich schön, ja. An Herrn Onnen als Vorsitzenden des Fördervereins Hubbrücke hatten wir die Frage aller Fragen. Wagen Sie eine Prognose, ab wann man wieder zu Fuß von der einen Elbseite zur anderen über diese Brücke gehen kann? Ja, das ist gar keine Prognose, das ist ein festgesetzter Termin. Das ist eigentlich der 1.1. nächsten Jahres. Nun wird das wegen des Winters vielleicht erst nach der Winterpause werden. Alles in allem also ein schöner Erfolg für Magdeburg und ein Zeichen des Bürgerengagements.